Hallo. Kennst du das auch, dass du dir vorkommst, als hättest du einfach nichts gemacht in deinem Leben und keine Kenntnisse und keine gescheite Ausbildung und irgendwie denkst du, du kannst nichts? Ich kenne das auch gut und ja, durch eine Anfrage kam mir das wieder hoch und ich dachte, Mensch, ja, an dem Punkt stand ich selbst schon oft und vielleicht hilft es dir auch, dein Leben nochmal mit anderen Augen zu betrachten. Denn du hast Potenzial, du hast Fähigkeiten, du hast auch schon ganz viel gelernt im Leben. Aber durch unser System sind wir so aufgewachsen, dass wir gelernt haben, erst wenn wir eine Ausbildung haben, wenn wir einen Schein in der Hand haben, ein Zeugnis oder irgendeine Art Zertifikat, sind wir etwas wert. Und wir gehen sogar noch weiter. Wir sind so runtergebrochen worden meistens, dass wir selbst damit nicht zufrieden sind und immer weitermachen und weitermachen und weitermachen. Natürlich, der eine Teil ist absolut, ja, die Neugier und das Spannende. So geht es mir zum Beispiel auch. Natürlich lerne ich immer weiter und ja, mach auch Ausbildungen oder Fortbildungen, einfach weil es so spannend ist, weil es so viele interessante Sachen gibt auf dieser Welt, die ich noch lernen möchte. Aber es gibt auch einen Punkt in einem, der einfach nicht genug bekommen kann. Und eine Stimme unter Umständen, die dir sagt, ich weiß noch nicht genug, ich kann noch nicht gut genug helfen, ich würde gerne Menschen helfen, ich würde ihnen gerne was zeigen, was beibringen, ihnen auf ihrem Weg helfen und ich weiß nicht wie, weil ich kann ja nichts. Und an dem Punkt mach dir doch einfach mal bewusst, was du schon alles in deinem Leben gemacht hast. Also bei mir war das zum Beispiel, ich bin mit 24 zum Beispiel mit 3 Monate allein über den Appalachen Trail gelaufen. Ich habe Überlebenstrainings mitgemacht. Ich war in Kanada unterwegs, in der Wildnis mit. Ich habe die Hundetrainer-Ausbildung gemacht und habe 6 Jahre lang auch unterrichtet als Hundetrainer. Ich habe selbst ein ganzes Rudel, was mir anfangs tatsächlich selbst an die Gurgel ging. Habe also mit extremsten Problemhunden auch zu tun gehabt. Ich habe mit den Kindern Freilernen gemacht, bis sie 12, 13 waren. Also pures Freilernen. Wir machen natürlich immer noch weiter, weil ich sehe das Leben als Freilernen. Mittlerweile leite ich eine freie Schule mit, auch jetzt seit ein paar Jahren. Ich veranstalte Rohkost, Gemeinschaft, Erlebniscamps, kann man sagen. Und andere Seminare habe ich schon gemacht in der Vergangenheit. Ich unterstütze Menschen, ihre Fähigkeiten zu entdecken und dafür wirklich zu gehen, für das, was sie hier sind. Ja, und so viel mehr. Und wenn du erstmal anfängst zu schauen, was ist denn deine Stärke, ja? Und oft sind es gar nicht die Ausbildung, die wir gemacht haben, sondern es ist wirklich das, was du mitbringst. Und zum Beispiel durch meine Eltern habe ich Werkzeuge erhalten, die ich erst später verstanden habe. Und man ist manchmal so mit sich am Hadern, man hat schlechte Situationen im Leben erlebt, man hat Traumata erlebt. Man sagt, oh, ich hätte da und da besser aufwachsen können und warum habe ich nicht Eltern gehabt, die so oder so waren und warum musste dieser Mensch in mein Leben kommen und alles zerstören sozusagen. Und erst wenn man sieht, was man daraus gelernt hat, alles, kann man auch das wieder wertschätzen, dankbar sein und es auch tatsächlich nutzen, um anderen Menschen zu helfen, die in einer Situation sind, die vielleicht ähnlich ist. So habe ich zum Beispiel von meinem Vater unglaublich viel Toleranz und Akzeptanz mitbekommen. Ganz viel Liebe auch. Meine Mutter auch, eine sehr, sehr hilfsbereite Frau war sie. Und auch ganz viel Liebe hat sie gegeben und war immer für andere Menschen auch da. Natürlich kriegt man auch viele Schattenseiten mit, aber man ist selber groß genug und kann dann schauen, welche Seiten möchte man tatsächlich übernehmen und welche möchte man auch in Liebe loslassen und dieses Paket auch wieder zurückgeben an die Ahnen, sodass man es nicht weitertragen muss. Genau. Und das möchte ich dir heute einfach mal mitgeben. Schau einfach mal in deinem Leben und
Wir erleben so viel jeden Tag, was nicht in Kategorien und in Schubladen zu stecken ist. Und da schau einfach mal hin, was hast du da alles schon gemacht? Mit welchen Leuten bist du schon zurechtgekommen, ja? Welche Situationen in deinem Leben hast du schon gemeistert? Wovon hast du dich schon geheilt? Ja, und was sind deine Punkte, wo dein Herz dafür schlägt, wo du sagst, dafür bleibe ich Nächte auf und lese die Nächte durch, ja, und stehe morgens auf und sag, boah, ja, cool, genau, da muss ich heute unbedingt weitermachen. Was ist es in dir, was da brennt und was da leuchtet und was angeschaut werden will? Und schreib das gerne mal unten in die Kommentare, denn so machst du auch den anderen Mut, selbst zu sich zu stehen und einfach mal ihre kleinen und großen Schätze auszupacken. Ich freue mich drauf, von dir zu sehen und zu hören. Und bis bald. So long.